Jo Leute, willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich nochmal einige neue Informationen über die Android-Version von Fortnite. Ich habe mich nämlich in letzter Zeit mal hingesetzt und einfach mal geguckt, ob es neue Informationen zu dieser Version gibt. Und ja Leute, es gibt einige neue Informationen und auch schon ein Datum, wann das Ganze rauskommen kann. Bevor wir aber anfangen mit dem eigentlichen Thema des Videos, ich habe zwar noch eine Wette mit euch am Start. Und zwar werden wir bis zum 4.6.2018, also meinem Geburtstag, die 20.000 Abonnenten knacken, werde ich nochmal 60.000 V-Bucks an euch verlosen. Dafür solltet ihr das Video einfach mal geliked haben, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und den Kanal einfach mal an so viele Leute wie möglich teilen. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. In der letzten Zeit gab es viele Gerüchte rund um die Android-Version für Fortnite. Trotzdem war schon klar, dass diese Version bald kommen wird. Aber auch viele Android-Spieler waren schon richtig gehypt auf diese Version, weil eigentlich viele diese Version am Anfang von Season 4 erwartet haben. So kam es aber nicht. Die Season 4 hat begonnen und es kam immer noch keine Android-Version raus. Aber in diesem Video soll es mal um eindeutigere Sachen zu dieser Version gehen. Und deswegen, Leute, bleibt auf jeden Fall mal bis zum Ende am Start. Wenn es euch gefällt, lasst dem Video ein Like da und abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr rund um Fortnite, Tipps und Tricks, Update-News und so weiter zu verpassen. Also Leute, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Thema des Videos. Fangen wir aber mal wirklich ganz unten an. Und zwar habe ich ja schon einige Videos darüber gemacht und darüber geredet, dass das Ganze im Sommer kommen soll. Aber Leute, ich habe jetzt wirklich mal nachgeguckt und ich habe auf einigen Seiten gefunden, dass Fortnite auf der nächsten Messe diese Version vorstellen möchte. Weil Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Fortnite ist kein Spielekonzern, die nur rumsitzen und sich freuen, dass sie viel Geld verdienen. Wie ihr alle wisst, geht Epic Games immer auf die Community ein. Und so wie sie auch auf die Community eingehen, gehen sie auch darauf ein, was die Community sich wünscht. Und das ist halt die Android-Version für Fortnite. Und deswegen, Leute, ist Fortnite oder beziehungsweise Epic Games immer dabei und arbeitet an dieser Version. Auch wenn jetzt das nicht zu sehen ist oder man es sich vielleicht nicht vorstellen kann, dass sie wirklich die ganze Zeit da sitzen und an dieser Version basteln. Aber Leute, so ist es halt. Und sie haben auch einiges darüber schon gepostet, dass sie es gerne vorstellen möchten und dass eigentlich schon das Spiel so gut wie fertiggestellt ist und jetzt wirklich nur Kleinigkeiten fehlen. Die Fortnite-Mobile-Version können wir zurzeit nur auf iOS-Geräten spielen. Daher haben sich auch schon viele Leute gefragt, wann denn endlich die Android-Version für Fortnite rauskommt. Dazu möchte ich euch jetzt aber erstmal etwas sagen. Und zwar habe ich ja vorhin angekündigt, dass Epic Games auf der nächsten Messe diese Version ankündigen möchte und auch vorstellen möchte. Und daher können wir davon ausgehen, dass Epic Games so gut wie fertig ist mit dieser Version und wir bald endlich Fortnite auch auf dem Android spielen können. Aber Leute, ich habe wirklich genaue Infos für euch und deswegen, Leute, schaltet euch ab, sondern bleibt einfach dran. Ja, und ich kann mir das Ganze gut vorstellen, dass wir das Ganze so bekommen, dass wir erstmal ein halbfertiges Spiel bekommen, so wie Fortnite auf PlayStation und PC auch ist. Dieses Jahr auch noch in der Early Access und dann nach und nach die ganzen Fehler und Bugs und so weiter behoben werden. Das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen und so wird es wahrscheinlich auch sein. Kommen wir aber mal zu den ganz genauen Infos zu dieser Version. Und zwar wisst ihr sicherlich, dass am Dienstag, den 12. Juni, die E3 startet. Und da werden ja, wie ihr das wahrscheinlich auch schon kennt, neue Spiele oder Versionen für Spiele angekündigt und vorgestellt. Und so können wir uns das Ganze auch mit Fortnite vorstellen, weil ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass Epic Games auf der E3 das Ganze dann vorstellen wird und das Ganze auch ankündigen wird, weil Leute, sie wollen das Ganze bei der nächsten Messe tun und die E3 ist halt nur die nächste Messe, die ansteht, wo man das Ganze machen kann. Und ich finde jetzt einfach der beste Zeitpunkt, um diese Version wirklich jetzt mal vorzustellen, weil wenn sie jetzt so gut wie fertig sind, dann ist es wirklich langsam mal Zeit, das Ganze wirklich festzulegen. Daher können wir schon mal dran glauben, dass das Ganze im September kommen wird. Ich habe mal eine genaue Zahl für euch am Start und
und zwar Sonntag, der 23. September. Das ist zum Beispiel das Datum, was ich zurzeit habe und auch ganz gut vorstellen kann, dass das Ganze kommt. Aber Leute, ich hoffe, dass euch das Video jetzt gefallen hat. Wenn es der Fall ist, dann lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch auf dem Kanal sehen wollt. Jetzt wünsche ich euch aber noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao, Leute!